Die SoundCloud ist eine tolle App für einfache Audioaufnahmen, beispielsweise für den Sprachunterricht, aber selbstverständlich auch, um eigenes Audiomaterial zu entdecken. Du brauchst dafür einen Account, den du entweder auf dem iPad anlegst oder auch auf dem Computer. Du siehst, ich bin hier schon angemeldet und mit einem Klick auf diesen Record-Button komme ich in den Aufnahmemodus. Im Grunde genommen ist es schon bereit und jetzt mit einem Klick auf Rec wird aufgenommen. 1, 2, 1, 2. Ich stoppe wieder und höre das mal an. Rec wird aufgenommen. 1, 2, 1, 2. Ich stoppe wieder. So, da hat es noch Material, das überschüssig ist. Mit diesen Anfassern kannst du einen Ausschnitt bestimmen. Mit der Play wird das noch übrig gelassen. Überprüfen wir es nochmals. 1, 2, 1, 2. Und mit einem Klick auf Save wird diese Datei gespeichert und ich kann sie jetzt veröffentlichen, wenn ich will. Du kannst sie entweder öffentlich zugänglich machen, wie hier eingestellt, oder nur einem eingeschränkten Kreis. Private heißt, es ist eigentlich nur für dich, beziehungsweise mit einem Klick with Access kannst du Leute per Mail einladen, deine Datei zu hören. Lassen wir jetzt aber bleiben. Ich klicke auf Post und bereits ist meine Datei im Netz, wie gesagt, nur privat, also nur für diejenigen Leute sichtbar, die eben dazu eingeladen sind. Beispielsweise deine Lehrperson. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg bei der Arbeit mit SoundCloud.